Ja, sehr geehrte Medienvertreter, liebe Zuschauer auch in den sozialen Medien, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wir erinnern heute hier an die schweren Folterungen vor 60 Jahren nach der Feuernacht. Und wir nehmen dieses Jubiläum auch zum Anlass, um eine alte Forderung erneut zu bekräftigen, nämlich die nach Begnadigung bzw. Amnestie für die noch lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961, vor 60 Jahren, sprengten Freiheitskämpfer an die 40 Strommasten in die Luft, um die Welt auf das Unrecht in Südtirol, um auf die Unterdrückung durch Italien aufmerksam zu machen. Nach der sogenannten Feuernacht wurden viele Südtiroler wahllos verhaftet und von den Carabinieri unter ausdrücklicher Billigung der italienische Behörden schwer gefoltert. Auch in diesem Haus, das Sie hier hinter mir sehen, kam es vor 60 Jahren zu schweren Misshandlungen. Denn damals befand sich hier hinter mir noch eine Carabinieri-Kaserne. Die Schilderungen der Opfer von damals machen noch heute sprachlos. Gewehrkolben gegen Rippen und Schienbeine, an Lippen und Genitalien ausgedrückte Zigaretten, tagelanges Stehen mit ausgestreckten Armen, tagelanger Entzug von Trinken, Essen und Schlaf, Faustschläge und Fußtritte am ganzen Körper, ausgerissene Schamhaare, Folter mit Zangen und Riemen, Streckfolter, Gewichte an Geschlechtsteilen, Elektroschocks und. Viele der Gepeinigten trugen nicht nur unter großen Anführungszeichen seelische Schäden davon, sondern leiden bzw. litten ein ganzes Leben an den Folgen der Folterungen. Franz Höfler, 28 Jahre aus Lana, und Anton Gostner, 42, aus St. André bei Brixen, starben in der Folge der schweren Folterungen. Niemand wurde jemals dafür zur Rechenschaft gezogen. Die Carabinieri wurden für ihren Einsatz belobigt und befördert. Der damalige Innenminister Mario Scelba kommentierte den Einsatz der Carabinieri mit den Worten: "Il plauso della tutta nazione", also der Applaus der ganzen Nation. Den Frauen und Müttern der geschändeten Freiheitskämpfer wurden oftmals die blutigen, zerfetzten Kleider sozusagen als Demütigung obendrauf nach Hause geschickt. Wir erinnern deshalb mit dieser Installation an die schrecklichen Ereignisse von damals. Wir sehen hier ein zerfetztes Hemd, ein vermeintlich blutiges Hemd, das den Frauen und Müttern damals heimgeschickt wurde, mit eben einer erklärenden Tafel, was damals hier vor diesen Gebäuden passiert ist. Gleichzeitig werden wir in den nächsten Tagen auf unserer Webseite ausgewählte Folterbriefe veröffentlichen, die die Freiheitskämpfer damals aus dem Gefängnis schmuggeln konnten und die sie an die Politik weitergeleitet haben. Denn nichts schildert eindrücklicher, was diese Menschen damals durchmachen mussten, als das von ihnen Erzählte mit ihren eigenen Worten. Wir sind überzeugt, die grausamen Verbrechen von damals dürfen einfach nicht in Vergessenheit geraten. Denn bis heute hat sich Italien weder zu diesen grausamen Folterungen bekannt, geschweige denn sich entschuldigt. Und bis heute müssen die Bustra-Buren, die ganz bewusst der Folter und der Haft entflohen sind damals, nicht in ihre Heimat zurückkehren. Und daran wollen wir auch heute erinnern. Wie bereits angesprochen wurde, haben in diesen Kasernen eben in vielen Orten Südtirols eben diese schlimmen Folterungen an unseren Landsleuten stattgefunden. Bis heute haben sie darunter zu leiden. Manche eben haben bis heute noch körperliche Schäden, von denen sie eben bis heute eben haben sich ihre Körper nicht erholt. Auch psychisch muss man sich vorstellen, wenn man derartige Dinge erlebt hat, dass von Seiten eigentlich von Sicherheitskräften unter Anführungszeichen des italienischen Staates, die eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollten, haben sich hier an Menschen durch ihre Grausamkeit in diesen Taten einfach ausgelebt und ausgetobt.
um sie Protokolle unterschreiben zu lassen, zu erzwingen, die sie eigentlich selbst, wie sie sagen, nicht getan haben. Dadurch versuchte man sie zur Unterzeichnung dieser Protokolle zu zwingen. Wie gesagt, derartige Hemden, blutverschmierte, sind nur ein kleiner Ausdruck von dem, was diese Menschen in diesen Gemäuern erlebt haben und ihre Familien natürlich auch hier unter Druck gesetzt wurden, psychisch unter Druck gesetzt wurden, anhand dessen, dass man ihnen die blutigen Kleidungsstücke vorgelegt hat von ihren Ehemännern, Vätern, Brüdern, geliebten Menschen. Was diese Menschen in diesen Gemäuern erlebt haben, ist in diesem Buch ein wenig zusammengefasst. Ich habe es bis heute nicht geschafft, das ganze Buch durchzulesen. Ich schaffe es immer nur, 2, 3 Berichte durchzulesen. Dann muss ich es lassen, weil es mich einfach zu stark berührt. Besonders wenn man diese Menschen persönlich kennt und weiß, was damals unsere Landsleute, diese Unterdrückung des italienischen Staates, was sie dazu bewogen hat und getrieben hat, den Mut aufzubringen, die Kraft aufzubringen, hier endlich eigentlich einen starken Schritt für Südtirol zu setzen, dass die Aufmerksamkeit auf diese Unterdrückung Südtirols und unserer Landsleute eigentlich gelegt wird. Und dann umgekehrt zu erfahren, was diesen Menschen wiederum durch diesen italienischen Staat, durch die Institutionen des italienischen Staates angetan wurde. Eigentlich eben von Menschen zu Menschen. Dass Menschen fähig sind, anderen Menschen derartige Gräueltaten anzutun. Wie schlimm diese Gräueltaten waren, wird euch jetzt mein Kollege Sven Knoll einen Auszug vorlesen. Eines Betroffenen. Dass all dies nicht vergessen werden darf, was damals geschehen ist, daran halten wir fest. Das ist eines unserer höchsten Ziele, neben der Selbstbestimmung für Südtirol, dass all dies nicht vergessen wird, dass auch die Jungen noch wissen, was in der Vergangenheit passiert ist und auch, dass derartige Dinge hoffentlich nie wieder passieren. Das ist das Wichtigste. Und deshalb haben auch wir wieder versucht, im Südtiroler Landtag die Begnadigung, die Amnestie für die im Exil lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer noch zu erwirken. Leider, das erste Mal in all diesen Jahrzehnten wurde ein derartiger Antrag abgelehnt. Und damals, wenn man denkt, genauso wie es jetzt durch die Medien ging in Österreich, und auch außerhalb, dass im Südtiroler Landtag dieser Antrag zur Begnadigung der Südtiroler Freiheitskämpfer abgelehnt wurde, war damals, dass eben dieser Folterungen eben durch österreichische, aber auch deutsche Medien durch die Medien gingen. Beispielsweise die Salzburger Nachrichten haben eben auch darüber berichtet, die Menschenwürde der Südtiroler und wie diese Menschenwürde eben hier verachtet wurde und geschändet wurde, liest euch jetzt mein Kollege Sven Knoll vor. Um zu verstehen, was damals passiert ist, muss man sich in die Zeit zurückversetzen. Wir stehen hier am Hauptplatz vom Kurtatsch und vor 60 Jahren standen hier auch Einheimische. Hier am Brunnen, saßen vielleicht hier wie jetzt auf der Bank, standen hier, hier waren einige Fenster offen und man hörte die Schreie. Man hörte die Schreie der Gefolterten. Das ist ein Moment, der einem unter die Haut geht. Das ist Psychoterror, den man bewusst eingesetzt hat, um der einheimischen Bevölkerung zu sagen, das machen wir auch mit euch, wenn ihr euch nicht unterwerft, wenn ihr nicht das tut, was wir als italienischer Staat von euch fordern. Und ich möchte meine Stimme jetzt einem Mann verleihen, Josef Anneke aus Kurtatsch, der hier, als hier die Carabinieri-Kaserne noch war, gefoltert wurde. Und er hat damals geschrieben, ich bin am 17. Juli 1961 gegen 22 Uhr verhaftet
und in die Carabinieri-Kaserne von Kordatsch eingeliefert worden. Ich musste mich nackt ausziehen, bis auf die Schuhe. Mit einer brennenden Zigarette verbrannte man mir die Lippen, die Hände, die Brustwarzen und die Geschlechtsteile. Mit einer Zange riss man mir Haare an den Achselhöhlen, an der Brust und am Geschlechtsteil aus. Dann fuhren sie mir mit dieser Zange an beiden Seiten längs der Rippen auf und ab. Dreimal spuckten sie mir in den Mund und ich musste es schlucken. Mit der Zange pressten sie mir die Finger zusammen und zerquetschten dabei den Nerv des rechten Mittelfingers. Mit dem Ladestreifen einer Maschinenpistole schlugen sie mir auf den Kopf, bis ich ohnmächtig zu Boden fiel. Dann stießen sie mir mit einem Besen Menschenkot in den Mund, den ich schlucken musste. Ich glaube, wenn man diese Worte hört, dann weiß man, was diese Männer damals hier in diesem Haus ertragen mussten. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, an diese grausame Zeit zu erinnern, damit diese Opfer nicht umsonst waren. Sie wissen, es gibt seit einigen Jahren in ganz Europa diese Aktion der Stolpersteine. Überall dort, wo es zu Verletzungen der Menschenrechte, zu Verfolgungen, zu Ermordungen gekommen ist, dort werden Plaketten angebracht, um daran zu erinnern, damit man eben nicht vergisst. Weil aus der Geschichte kann man nur lernen, wenn man sie kennt. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese Installation hier anzubringen, die in den nächsten Tagen hier stehen bleiben wird, damit die Bevölkerung, die hier vorbeigeht, sich wieder ins Gedächtnis ruft, was hier am Hauptplatz von Kordatsch vor 60 Jahren geschehen ist. Nicht nur hier in Kordatsch, sondern im Grunde genommen in allen Bezirken Südtirols. Und wir werden diese Aktion auch sicherlich in anderen Gemeinden durchführen, wo gefoltert wurde. Viele Kasernen stehen heute nicht mehr, aber die Orte gibt es noch. Und es ist wichtig, so wie eben mit den Stolpersteinen, auch in Form von derartigen Installationen, vielleicht auch langfristig fixen Tafeln, daran zu erinnern, damit eben diese Männer diese Qualen nicht umsonst erleiden mussten. Wir müssen uns noch einmal vor Augen führen, dass diese Männer nichts anderes verlangt haben, als dass sie ihre Sprache und Kultur leben dürfen, damit unser Land Rechte, Minderheitenrechte erhält. Und die wir die Gnade der Spätgeburt haben, müssen uns schon auch oft die Frage stellen, wir sind die Nutznießer dieser Autonomie, die eine Folge auch dieser Ereignisse damals war. Wer von uns wäre bereit, heute sich auf eine solche Art und Weise foltern zu lassen, nur damit vielleicht unsere Kinder, so wie sie dort oben spielen, die deutsche Sprache in den Schulen und Kindergarten sprechen dürfen. Damit die jungen Leute einen Platz, vielleicht hier einen Arbeitsplatz bei der Post oder bei der Gemeinde bekommen, die damals nur den italienischen Behörden vorgesehen waren. Das sind Dinge, die man sich in Erinnerung rufen muss. Und vor allem ist es notwendig, auch die Täter zu benennen. In ganz Europa, auch nach deren Tod, werden Täter benannt. Werden Täter auch posthum verurteilt. In Südtirol nicht. In Südtirol nimmt man Rücksicht auf die Befindlichkeit einiger ewiggestriger Nationalisten, die in denjenigen, die diese Leute gefoltert, teilweise ermordet haben, muss man sagen, Helden sehen. Und da können und wollen wir als politische Vertreter des Landes nicht tatenlos dabei zusehen, denn diesen Männern, die das damals erdulden mussten, gehört unser Respekt, unsere Anerkennung, aber auch unser Dank. Und deswegen geht mit der Erinnerung auch die ganz klare Forderung einher, den Männern, die bis heute im Exil leben und die vor diesen Folterungen geflüchtet sind, endlich die Gnade der Heimkehr in ihre Heimatorte und zu ihren Familien zu gewähren. Dankeschön. Wenn von Seiten der Journalisten Fragen sind, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und erinnern Sie sich daran, was in Südtirol vor 60 Jahren geschehen ist.